So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Medieval Dynasty. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind hier. Ich habe euch ja versprochen, ich nehme euch wieder mit hinzu, sobald wir durch sind. Wir haben jetzt noch drei Hundhölzer an den Dagobert abzuliefern. Das werden wir jetzt gleich schaffen. Dagi, bleib da, bevor du aufhörst. Ach, du bist ja nur Tobias. Entschuldigung. Ich wusste deinem Cabo. Cabo, Dago, wer? Moin, mit dem Hammer. Vorsicht, nicht hauen. Hier ist der Rest davon. Das war ziemlich viel Arbeit. Darauf wette ich. Und das sollst du nicht bereuen. Sprich mit Mathilda. Ich rieche etwas in der Luft. Ich hoffe, es ist das, was ich denke. Mein Magen ist leer, meine Hände schmerzen. Unikus Geschichte. Wunderbar. Du arbeitest aber gut. Hast du was Interessantes gefunden? Gustave, ich habe gehört, dass dort jemand eine Aufgabe für dich hat. Richtig? Okay, dann gehen wir in Lutobor. Also gut. So, das Stückchen nehmen wir mit. So, und dann gehen wir mal zu Susanna Gutschten. Hi Leopold. Hast du mir was? Nö. Und tschüss. Nö, oder nix. So, die müsst ihr hoffentlich noch in der Näherei rumhopfen. Ja. Mathilda, darf ich dir mal stehen? Du musst nach harter Arbeit halb verhungert sein. Hier eine herzhafte Suppe. Herzlichen Dank. Das riecht aber lecker. Kann ich das Rezept haben? Nun, das ist ein Familiengeheimnis. Ach Mann, schäm dich. Ach, trotzdem danke für die Mahlzeit. Irgendwann krieg ich's, ne? Sprich mit dem Uniguschtel. Jawohl, ich spreche mit dem Uniguschtel, aber jetzt spreche ich erstmal hier mit dem Ansgar. Ansgar? Nee, Ansgar mag ich nicht. Nidamir. Nidamir. Knidamir. Hallo Fremde, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen und kenne hier niemanden. Kann ich was für dich tun? Ja. Hast du in letzter Zeit was anderes gehört? Wo finde ich, schaffe eine neue Siedlung, suche gute Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen? Und wie machen wir das jetzt mit denen hier? Wo finde ich eine neue Siedlung? Klingt gut, was ich gesucht habe. Mit Vergnügen. Ich habe noch gar kein Häusle gebaut. Geht das so schnell jetzt? Jetzt habe ich im Niedermeer einen neuen Bewohner. Ich habe noch gar kein Häusle gebaut. Leco mio, muchacho. Schnell holen. Oder du sollst ein bisschen weiter zurückgehen, du. Das ist nicht gut, was du da machst. Da kommen denn die Tiere und beide den dahintern. Oder geh mal lieber heim, du. Jetzt müssen wir da schnell heim switchen, du. Jetzt müssen wir da ein Häsli bauen. Und dort haben wir auch schon wieder, wo schon mein Trinkschlauch. Dazu haben wir ihn doch. Ja, mal ein Schlückle voll. Das war jetzt ja nicht so. Komm, nochmal. Tropfenhäufe Steuer oder was? Komm, nochmal. Ist auch keine Ausdauer beim Trinken, oder? Na komm, jetzt machen halt leer der Trinkschlauch. Schalalawupp. Schlauch leer. Jetzt immer wieder. Wo ist mein neu? Der Speer. War wieder mein Speerle. Ja, dann müssen wir jetzt ein Häusle schon nochmal bauen. Ein zweites. Nehmen wir den jetzt schon an. Wie sieht haben. Sag mal, da müssen wir gar nicht mehr mit denen schwätzen. Früher hast du aber mit denen schwätzen müssen, musst du von dir überzeugen. Kannst du die einfach so anhauen und sagen, komm zu uns und mach mal Nahe. Okay. Aber dann haben wir vielleicht zu klären, sondern erst der Förster. Hobbel die Hobbel die Hobbel. Hase. Na komm, ich lass die leben. Oh, guckt mal, da ist was. Fackel raus. Was gibt's da Feines? Ein Stock? Na schön. Ein Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Juhu. Oh, ein Eiserz. Steinle. Nochmal ein Stock. Ist da nochmal etwas? Eiserz hat es da gerade noch gesehen. Das war natürlich. Aber wenn man gucken nach den umgekippten Dinger, da findet man natürlich immer ganz feine Sachen, gell? So, aber nichtsdestotrotz. Füße und am Arm, wir kriegen gleich einen Einwohner und Händen und nix. Das ist natürlich ganz unpraktisch. Jetzt haben wir jetzt schon einen Einwohner. Noch gar kein Geschäft für den Gutstimmer. Das müssen wir jetzt für den dringenden Gebäude bauen. Ich würde sagen, wir bauen das dann nochmal eine einfache Hütte danach. Und ich weiß, was man da braucht. Lassen wir gleich mal ein paar von den Dingern da umnieden. Nehmen wir auch gleich mit. Da fällt uns bestimmt gleich auf dem Horn, aufs Horn. Wo ist er? Da ist er.
Ja, Senna, jetzt braucht er schon Futter, der Gutste. Mir hin natürlich nichts. Weil er hat ja nicht einmal ein Häsle. Jetzt tragen wir auch noch zu viel, jetzt sind wir auch noch langsam. Das hilft nichts. Wir müssen das langsam machen. Und schnappen wir uns auch noch. Jetzt müssen wir Richtung Heimat laufen. Moment, ich schnapp mal wieder meine berühmte Geschichte hier. Könnten wir denn schon? Ne, Handarbeit ist nicht. Ein Häusle bauen. Rundholz, wir brauchen euer Rundholz. Euer Runzelholz. Wo haben wir denn? Wir haben doch da Abholz. Da müsste doch noch was geben. Senna, wenn ich jetzt hier auf Alt klicke, das sehe ich jetzt das, aber dahinter ist es. Es gibt doch mindestens immer drei. So, jetzt sind wir natürlich noch schneller. Jetzt muss ich mir schön überlegen, ob man das vielleicht neben unser Häusle baut oder ob man unser Häusle irgendwann größer macht. Jetzt brauchen wir zumindest mal unseren hölzernen Hammer. Tab, wir sind Einwohner. Um die Leute zu ermutigen, sich deinem Dorf anzuschließen, musst du die richtige Stufe der Dynastierufs erreichen. Du musst die Häuser bauen, in denen die Dorfbewohner leben können. Jetzt bist du bereit, Reisende zu finden, normalerweise im Lagerfeuer in Dörfern, um sie einzuladen, sich deiner Siedlung anzuschließen. Nachdem du neue Bewohner in dein Dorf eingeführt hast, musst du sie mit grundlegenden Dingen wie Nahrung und Feuerholz versorgen, die du in die Truhen an den Häusern legen kannst. Die Dorfbewohner werden automatisch sammeln, was sie benötigen, nachdem sie Ressourcen und Nahrungsspeicher gebaut haben. Bewohner können bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, die sie dann ausführen werden. Wenn du die Aufgaben mit den Fähigkeiten der Arbeitern abstimmst, wirst du bessere Ergebnisse erzielen. Angestellte Arbeiter werden bestimmte Ressourcen sammeln und verschiedene Technologien entwickeln. Okay. Alles klar. Ich würde hier jetzt auch ein bisschen Platz lassen und würde das zweite Haus da daneben setzen. Und zwar mache ich hier auch nochmal ein schönes Häusle. Und zwar würde ich das gerne da hinsetzen. So. Häusle. Häusle. Ein Rundholzhäusle. Wir machen da den Eingang genau gleich. Ich schicke das ein bisschen nach hinten. Zack. So. Okay. Die Hölzle, die Stöckle, die wir haben, die können wir alle schon vernudeln. Brauchen wir natürlich die Runzelhölzer. Wir machen hier noch ein einfaches Haus, dass wir die jetzt erst einmal verarbeiten können. Und Moment, wir haben doch, meine ich, Hölzer haben wir doch, glaube ich, schon gesammelt. Lass uns mal gucken, lass uns hier mal ein Feierle machen. Truhe öffnen, Stöckle haben wir, ja. Frag mich gerade, wo unser Stroh ist. Wenn noch ein Strohkette, eine ganze Menge. Da ist. Ah, nur noch 9. Okay, das ist jetzt nicht mehr die Welt. So, dann bauen wir das nochmal an. Fangen wir mal an, das miteinander zu bauen. Und ich würde sagen, ich hole euch dann nachher wieder dazu. Wenn wir es dann weitestgehend fertig hin. So machen wir das. Deswegen, ja, bis gleich dann. So, willkommen zurück. Wir sind hier gleich am Ende von unserem Bau. Kurz, wo haben wir denn jetzt? Wir haben kurz nach Mitternacht durchgearbeitet und... Unser Häusle ist fertig! Herzlich willkommen für unseren neuen Einwohner! Damit können wir hier unser Feuerle entzünden. Und dann packen wir ihm schon mal ein bisschen was zum Futtern hier rein. Viel haben wir ja nicht. Ein gebratenes Fleisch kriegt er. Was können wir noch reinpacken? Na, kriegt er ein bisschen Trockenfleisch noch mit dazu. So, dann sollte der erst einmal ein bisschen was haben. Ah, da hat er erst einmal sein Häusle.
So, jetzt müssen wir den aber noch zuweisen. Und zwar übers Management. Einfaches kleines Haus. Nee, halt, nicht so rum. Das ist natürlich meins, das kleine Haus. Ah, da kann man den Namen ändern. Schwabs Heimat. So. Niedermier. Das ist Niedermier. Jetzt bauen wir unsere Leute hier neben mir. Auswählen. Dann kriegt er erst einmal ein Häusle. Und zwar das hier. Jetzt hat er zumindest schon mal das. Genau, dann hat er ein Häusle. Jetzt ist unsere Fackel kaputt gegangen. Aber ich meine, wir hätten im Inventar noch eine Fackel. So ist es nämlich. Ja, wieder ausrüsten. Zack. So. Ich würde sagen, lasst uns erst mal pennen gehen. Lasst uns erst mal hier, da und überhaupt und. Genau. So, Hodelibu. So, jetzt brauchen wir noch einmal ein bisschen Holz. Müssen wir neu packen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Bäumle. Dass er, warum auch immer, mitten im Herbst, dass es ihm warm ist. Im Gutste, dass es nicht friert. Müssen wir mal Holz wegbringen. Und da brauchen wir auch eine Arbeitsstelle für ihn. Und da können wir ja was machen. Das heißt, das wird man jetzt als nächstes miteinander angehen. Komm. So, dabei ist das Ding noch einer. Jetzt komm auf. Jetzt haben wir ihn. Na, sag mal. Was tut der denn? Jetzt halt. Sag mal. Ha, der Holzschuppen haben wir freigeschaltet kriegt. Sehr schön. Dann geht langsam was. Oh, da ist ein bleibträchtiger Wegericht. Den schnappen wir uns natürlich. So, Gutster. Du kriegst jetzt ein bisschen Holz in die Hütte. Dann kannst du heizen. Hast noch kein Geschäft, gell? Was kostet du denn? Komm, nieder mir. Lass mich dich mal genau angucken. Ah, wie gefällt's dir? Alles gut hier, oder? Ich hoffe doch mal, oder? Ich weiß, du hast noch keinen Job. Kriegen wir noch, ne? Aber leb mal wohl. Ich pack dir da ein bisschen Holz rein in der Hütte, gell? Nur, dass du Bescheid weißt. Dann kannst du hier ein bisschen heizen. So, kriegst du ein paar Runzelhölzer da rein. Zack, dich um dich. Akzeptieren, so, trocken, hast auch schon ein bisschen gefuttert, ne? Alles klar, gut, wissen wir Bescheid. So, gut, Stolz, hast du was? Rasenfalle, da haben wir auch schon wieder was raus. Dann lasst uns mal geschwind da ein bisschen Feuer entzünden. Und das Fleischle, da haben wir mal geschwind braten. So, das können wir nämlich auch. Das brauchen wir nicht mehr. Das können wir auch schon mal reinschmeißen. Dann hat er noch mal ein bisschen mehr. Dann kriegst du auch ein Feierle. Kriegst du das Fleisch daneben. So, genau. Jetzt müssen wir mal schön gucken, was wir denn als nächstes bauen dürftet. Holzschuppen 1 dürften wir bauen. Da hätten wir Holz kriegen. Und wir dürften die Jagdhütte machen. Unterhölzer, eine Jagdhütte. Die Jagdhütte würde ich gar nicht so arg weit wegnehmen. Ich würde die vielleicht da oben platzieren. Ich würde die hier platzieren wollen. Hier am besten. Da brauchen wir die 6 Hölzler. Wo sind wir denn da, Hanna? Ja, so machen wir das. Da bauen wir 2 von den Fichten da, Hanna. Ahorn, sorry. 2 Ahornbäume abholzen. Dann zeichnen wir das an. Dahinter hat es nämlich schon das erste. Dann schnappen wir uns den auch gleich.
So, die Fahle dem Gleichklang. Einmal Rundholz und dann schnappen wir uns den Agle. Und dann zeichnen wir. Oh, das ist aber ganz schwer. Es geht fast gar nichts mehr. Aber wisst ihr was? Wenn man hier eh gerade standet, so weit weg ist das nicht, da. Stellen wir das doch gerade der Hand auf, oder? Jagd. Jagdhütte. Also bloß noch ein schönes Plätzchen für die Fender. Bisschen runter, da ist noch ein Hindernis. Bisschen runter, da hättest du gern gedreht. So, ein bisschen numm. So, ich hätte gern da eine Trennerkette so ein bisschen reingeknudelt. Können wir die nicht ein bisschen drehen? So, irgendwie hätte ich sie gern. Jetzt. Da hätte ich sie gern, jawohl. Genau. Was brauchst du jetzt? Stücke haben wir genug, das heißt, da haben wir auch Rundholz. Jetzt ist schon mal ein Hammer im Eimer. Dadurch auch kein mehr. Jetzt brauchen wir ein Rundholz. Schnappen wir uns das gleich. Dann bauen wir uns einen Hammer. Dahinter ist auch nochmal ein Rundholz. Das können wir uns auch gleich schnappen. Ah, Herstellung. Neues Niveau Herstellung. Wir kommen voran, wir kommen voran. Wir gucken uns das mal kurz an. Fähigkeiten dahinter. Handwerkliches Wissen, Nähwissen, Kochwissen, handwerkliches Wissen, Arbeitsplatz, Werkstatt, Nähen, Taverne ist auch nicht schlecht. Wir machen mal handwerkliches Wissen. Technologien, Holzschuppe, genau. Die Werkstatt haben wir auch schon ein paar Pünktle. Sehr schön, das ist gut. Wir wollen uns ausrüsten mit dem hier. Einmal das Rundholz. Irgendwann müssen wir die Schaufel nochmal irgendwo klauen. Wenn wir nicht, gell, wenn wir es echt mal klauen, das. So. Hölzler haben wir echt genug gesammelt. Dann kriegen wir das hier noch fertig. So. So, liebe Leute, ich vernudel jetzt das Holz da, die Stückle noch und hol euch dann wieder zur nächsten Folge hinzu. Ich werde es nicht fertig bauen, ich mache es wie gewohnt. Ja. Wir bauen das soweit fertig bis kurz vor Schluss. Da bauen wir auch noch Stroh. Und dann hole ich euch hinzu und dann bauen wir den Rest voll miteinander fertig. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich möchte mich bei euch schon mal ganz herzlich fürs Zugucken bedanken. Und freut mich, dass ihr dabei seid. Hoffe, ihr feiert es genauso wie ich, dass wir hier tatsächlich wieder richtig Gas geben wollen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne. Macht's gut. Tschüssi.